ist und bleibt Thielemanns Lebensmittelpunkt. Es hat ihn mitgenommen, als er 2003 nach schweren machtpolitischen Kämpfen, die der Querkopf lustvoll angeheizt hat, als Generalmusikdirektor der Deutschen Oper zurücktrat. Seither pendelt er zwischen München, Wien, Bayreuth und seinem Potsdamer Haus. Nee, ich nehme eine Currywurst und einen Spieß und das ist es. Also eine Currywurst und einen Spieß auf einen Teller, bitte. Einen dunklen. Also eine Currywurst. Herrlich. Wenn das nicht so figurschädlich wäre, könnte man das jeden Tag essen. Ich weiß, dass ich gelegentlich schwierig bin. Das ist aber natürlich eine Erbschaft, die man aus der Familie hat. Das war schon, was man mir über die Jugend meines Vaters erzählt hat oder generell über Dinge in der mütterlichen Verwandtschaft. Da gab es immer sehr ausgeprägte Persönlichkeiten und Leute, die einfach aus ihrer Meinung keinen Hehl gemacht haben. Das hat sich offenkundig vererbt. Mit einiger Regelmäßigkeit kommt Thielemann als Gastdirigent zu den Berliner Philharmonikern. Ja, du musst nur sehen, dass du kannst ein Stück weiter vor. Er passt gut zu unserem Orchester, sagen die Philharmoniker. Das trifft sich gut. Denn viele Kenner sehen Christian Thielemanns künstlerische Zukunft hier. Auf dem Chefstuhl der Berliner. Und man darf sich nie überlegen, wo man Chef wird. Das ist ein völliger Quatsch. Es haben sich so viele Menschen unglücklich gemacht, weil sie sagten, sie wollten unbedingt das haben und das haben. Ich gehe überall da, wo ich hingehe, einfach ganz ungeniert hin. Und was kommt, kommt. Und wissen Sie, das Schicksal entscheidet. Wie dem Schicksal nachgeholfen werden kann, da kennt sich Thielemann aus. Hier ist meine Abneigung von Fußball entstanden, auf diesem Schulhof. Weil immer nur Fußball gespielt wurde. Und das war die Tonhalle, die ist so, wie sie war. Thielemanns konservative Haltung wurde im humanistischen Gymnasium Steglitz, einem Hort klassischer Bildung, geformt. Allen Auflehnungsversuchen zum Trotz. Die Lust an Störmanövern und Provokation gehört zu seinem Leben. Das ist so, wie es immer war. Naja, ich habe gut aufgepasst, habe mich sehr schlecht benommen. Und habe immer dann die, weil ich zu faul war mit den, also ich hatte ja immer nur Musikunterricht und habe eigentlich die Vokabeln dann von in 5 Stationen von Mexikoplatz bis Steglitz 2 Spalten Vokabeln Griechisch gelernt. Oder 2 Spalten Latein. Für einen Vokabeltest reichte es, aber fürs Langzeitgedächtnis nicht. Was mir dann nachher beim Abitur zum Verhängnis wurde. Ganz und gar freiwillig, aber von seinen kunstsinnigen Eltern kräftig unterstützt, hat sich Thielemann neben dem Schulunterricht einer systematischen musikalischen Ausbildung unterzogen. Er erlernte Klavier, Geige und Bratsche. Bereits mit 19 Jahren wurde Christian Thielemann Chorrepetitor in der Deutschen Oper Berlin. Und bald auch bevorzugter Assistent Herbert von Karajans, bevor er die klassische Dirigentenkarriere in der deutschen und italienischen Provinz absolvierte. Karajan hatte einen immensen Einfluss auf mich. Das lag nun daran, weil eben bei einem zweiten Treffen
wie ich schon Korrepetitor an der Deutschen Oper war, beim Karajan. Es kam also so zustande, dass ein Korrepetitor ausfiel. Da wurde bei der Deutschen Oper angerufen und wurde gesagt, schickt uns mal ganz schnell einen rüber. Also an mich wurde nicht gedacht. Der Hilsdorf, der Studienleiter, sagte, das ist deine Chance, da gehst du hin. Das tat ich. Und der Karajan, der sagt, na, Sie waren doch schon mal da, oder? Ah, setzen Sie sich doch mal hin. So, also dann war da eine Probe mit verschiedenen Sängern, worauf er hinterher meinte, ja, nächsten Tag könnte ich ja wiederkommen. So, und so hat das alles angefangen. He was doing a rehearsal of Parsifal when he was. Er machte eine Parsifal-Probe. Er war bei der Vorbereitung der Oper Korrepetitor und Pianist. And, he has a score in front of him in the piano. And vor ihm auf dem Klavier lag eine Partitur, weil auf der Bühne das Stück ja oft unterbrochen wird und der Pianist in die Partitur blicken muss. The pianist just relaxed. He has a score in front of him and everybody thought it was. Jeder dachte, es wäre die Parsifal-Partitur. Aber dann schaute jemand genauer hin und stellte fest, dass Thielemann auswendig spielte. Denn vor ihm lagen die Noten zur Oper Adriana Le Couvreur. It was a score of Adriana Le Couvreur. Die Musik Hans Pfitzners begeisterte schon den jungen Thielemann so sehr, dass er mit dessen Oper Palestrina seinen Einstand als Generalmusikdirektor in Nürnberg gab und einen Skandal auslöste. Denn Pfitzner stand den Nationalsozialisten nahe. Ich kam darauf, weil ein großes Ensemble vorhanden war, um es abzukürzen, den Palestrina zu machen, weil ich auch irgendwie dachte, darauf hast du einfach Lust. Es ging also nach dem reinen Lustprinzip vor. Und dann kam ein älterer Kritiker, der hat ein Vorgespräch mit mir geführt, über, glaube ich, ein Jahr davor, und gesagt, na, ich höre, Sie planen also, das war noch nicht bekannt gegeben, Sie planen in Palestrina. Und dann sagte, ich sage, ja, ich plane den Palestrina von Pfitzner, worauf der ältere Herr erbost ausrief, dieses nationalistische Scheißstück. Und da, ich war ganz entsetzt, war ein netter alter Herr, der hat sich aber furchtbar aufgeregt. Und wissen Sie denn überhaupt nicht? Und überhaupt, ich sage, nee, ich weiß nicht. Und ich empfinde auch in diesem Stück überhaupt nicht das, was man kritisiert. Da wird man dann hingestellt, als wäre man ein Depp. In diesem Moment erwachte dann in mir ein Widerspruchsgeist. Und dann sagte ich mir, ich bin doch nicht so dämlich mit meinen 28, obwohl ich nun doch ziemlich auf vielen Gebieten dämlich war, aber da war ich nicht dämlich, als dass ich nicht wüsste, worum es in den Palestrina geht. Und dass es mir einfach so wahnsinnig gut gefällt. Und ich habe es durchgesetzt. Applaus.